Markus Steinhöfer vom FC Basel, 5:1 Sieg im Letzigrundstadion. Können Sie kurz in Worte fassen, was heute Nachmittag hier abgegangen ist? Ja, zum Ersten, denke ich, war es ein unterhaltsames Spiel, denke ich, für die Fans, für die Zuschauer. Und zum Zweiten würde ich sagen, ja, haben wir unsere Dominanz wieder mal bewiesen in der Liga und haben gezeigt, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, trotzdem wir schon Meister sind. Und wir haben uns nicht mal durch das 1-0, durch das Frühjahr aus der Ruhe bringen lassen. Und wir gehen am Ende als hochverdienter Sieger vom Platz und könnten sogar noch das ein oder andere Tor schießen. Aber in der zweiten Halbzeit war es doch mehr eine Art Grümpelturnierveranstaltung, so rein von der Körpersprache, von der Art und Weise, wie gespielt wurde, die vielen individuellen Fehler. Es gab so viele Penalty-Szenen, die es eigentlich nie gibt in einem Profispiel normalerweise. Ja, aber das hat überhaupt nichts mit Grümpelturnier zu tun. Das ist einfach, das ist Axpo Super League, das ist Profifußball und das hat nichts damit zu tun. Wir haben einfach, ich denke, die zweite Halbzeit war natürlich mit ein paar strittigen Situationen, mit Penalties. Aber wenn man im Strafraum so hingeht, dann gibt es einfach Penalty. Und ja, das ist nicht unser Verschulden, das ist vom FCZ das Verschulden. Wir hatten auch einen gegen uns und sie haben ihn verschossen. Und von daher würde ich es nicht als Grümpelturnier bezeichnen, weil ich denke, das ist fehlender Respekt für unsere Arbeit, für alle, die das jede Woche machen. Und wir sind einfach, denke ich, dieses Jahr super drauf. Das haben wir heute wieder gezeigt und uns geht's gut dabei. Aber das ist ja, das ist ein Zeichen von fehlender Konzentration, wenn man so hingeht im eigenen Strafraum, wie das gemacht wurde heute, oder? Ich denke, dass sie einfach, dass wir diese Dominanz so haben, dass sie ab und zu leider einen Schritt zu spät kommen und dann passiert einfach ein Foul. Und wenn das Foul im Strafraum passiert, dann gibt es Penalty. Also das ist völlig normal und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir diese Dominanz in dem Spiel haben. Und ob das Konzentrationsfehler sind, das weiß ich nicht, das müsst ihr die anderen fragen. Aber ich denke, bei uns ist die Konzentration immer weiterhin hoch. Natürlich hat man das ein oder andere Kabinettstückchen vielleicht mal drin, aber ich denke, beim Stand von 4:1 kann man sich das auch mal erlauben. Und von daher haben wir eine souveräne Leistung gezeigt und was die andere Mannschaft betrifft, das ist nicht mein Business. Heute sind die FCB-Fans gar nicht erst bis ins Stadion gekommen. Die FCZ-Fans haben sich dann mit denen solidarisiert, haben einen Stimmungsboykott gemacht. Was sagen Sie dazu? Dazu kann ich gar nichts sagen. Das ist nicht, ist auch nicht mein Business. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Und ich finde es natürlich schade. Aber warum und weshalb das so ist, keine Ahnung. Jetzt ist noch das große Ziel Cup-Final für euch. Ja, natürlich. Also wir stehen im Finale und wollen das natürlich gewinnen. Das ist auch, das ist klar, dass ja, wir unsere Leistung, unsere Saison krönen wollen mit einem Double-Sieg. Und alles andere wäre gelogen, wenn wir sagen, wir fahren nach Bern und wollen das Spiel nicht gewinnen. Und von daher, deswegen versuchen wir auch in der Liga unseren Rhythmus zu behalten, weiterhin die Spiele hochkonzentriert anzugehen. Und natürlich wollen wir sie gewinnen, weil das gibt uns Selbstvertrauen fürs Cup-Finale und auch für die restlichen Spiele, weil wir wollen immer jedes Spiel gewinnen.